Eigentlich habe ich nur eine Frage. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Spiel gegen meinen Willen läuft. Das empfinde ich als Quälerei. Ja, dann ist dein Wille eine Fiktion, ne? Da hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Also da gibt es jetzt Leroy. Dann gibt es um Leroy herum, sagen wir, 6, 7 Milliarden Menschen, ein paar Milliarden oder Trilliarden Tiere und Pflanzen am Planeten. Also Leroy, sagen wir, ist 1,80 Meter Durchschnitt. Der Planet hat 12.000 Kilometer, also 12 Millionen Meter. Ist aber nur ein kleines Staubkorn in der Milchstraße, in einem Sonnensystem, wo es in der Milchstraße 100 Milliarden andere Sterne gibt oder so. Und 100 Milliarden andere Lichtstraßen. Und du willst jetzt, dass das Universum nach deinem Willen funktioniert. Habe ich die Frage richtig verstanden? Nicht böse sein. Aber da würde ich mir schauen, ob nicht viel leichter ist, bevor du jetzt versuchst, ja, das ganze Universum nach deinem Willen funktionieren zu machen, ob es nicht umgekehrt besser gehe. Ob du es nicht schaffst, zu schauen, mit dem in Frieden zu sein, was ist. Ja, weil dann ist es nicht dein Wille, sondern nur deine Fiktion. Du kannst aber mit Gottes Wille, weil du bist letztlich Gott, nur bist du dann jetzt so verhadert, also verwickelt in so ein Willen-Dings, ich will, ich will, ich will, halt wie so ein Kind, ein kleines, nicht? Das dann auch will und nicht kriegt. Und umso mehr du willst, umso weniger kriegst. Das ist halt oft so. Da würde ich dann mit diesem Willen was machen, nämlich loslassen. Das ist das Beste. Das Spiel läuft nie nach irgendeinem persönlichen Willen. Das ist nicht. Das Spiel läuft einfach. Und entweder ist dein persönlicher Wille in Tuning mit diesem gesamtheitlichen Willen, oder er ist es nicht. Und Probleme hat man nur, wenn er es nicht ist. Und dann wird man kaum schaffen, den ganzheitlichen Willen unter seine Kontrolle zu kriegen. Das ist halt so der alte Traum der Menschheit. Aber das ist so das Problem, weil es gibt nicht nur einen Menschen, sondern viele als Form. Ja, sind wir viele. Und wie kommen die anderen dazu, dass sie jetzt dann nur dein Wille durchsetzt? Weil dein Wille beeinflusst ja das alle anderen auch. Das muss also in harmonischem Gefüge sein. Darum funktioniert Magie meist nur dann und am besten, wenn es in Harmonie mit dem Ganzen ist und mit allen anderen. Und auch im Sinne aller anderen. Und darum funktioniert auch in der Magie reines Ego-Wollen am wenigsten. Oder hat meist dann karmische Auswirkungen. Ne? Das ist dann so quasi die Black Magic-Schiene. Ne? Wenn man das versucht, den Rest des Universums quasi zu vergewaltigen mit seinem Willen. Im kleinen Bereich kann es das natürlich. Der kleine Bereich endet aber dort, wo dieser Socke endet. Ja, diese Marionette, ja, du kannst diese Hand von mir aus bewegen. Ne? Also ich kann diese Hand bewegen. Ne? Aber ich kann jetzt nicht Leroys Hand bewegen. Die ist für mich tabu. Ne? Also die ist für Edgar tabu. Für mich ist sie nicht tabu, weil ich bin du. Ich kann Leroys Hand durch dich bewegen, weil ich bin auch in dir. Ja, aber wenn dich jetzt was anderes interessiert, was nicht bei dir ist, sondern woanders, dann hast du ein Problem, wenn dieses Spiel nicht nach deinem Willen läuft. Weil dieses Spiel lässt sich nicht deinen Willen aufzwingen. Das ist halt so. Jo. Was den Nierer da. Aber wie du siehst, Leroy, schau, was den Nierer da geschrieben hat. So lacht sie und erinnert mich einer, bitte, wenn ich in der nächsten Gott macht nicht, was ich will, Schleife hänge. Ihr geht's genauso, vielen geht's genauso, auch diesem Kasperl da geht's genauso ab und zu genauso. Ja? Dann merke ich, wenn irgendwas nicht nach der Vorstellung läuft, ich will ja nicht einmal sagen Wille. Wille ist was, so Wille ist ja was, was ein bisschen schwächer wird mit der Zeit. Und vor allem, wenn dann nicht mehr so dieses Wollen so da ist. Aber Vorstellungen hat man schon. Und wenn es dann nicht so läuft, dann ist halt dann Enttäuschung da. Und dann kann man nicht mehr machen, als die Enttäuschung zu spüren und enttäuscht zu sein.
um traurig zu sein oder wütend zu sein. Das darfst du alles, das sollst du alles, das ist authentisch. Du schreibst, du empfindest das als Quälerei. Ja? Das heißt, Quälerei, wenn ich jetzt sage, Quälerei wäre, wenn jemand mit einer Voodoo-Puppe, wo die ausschaut wie der Edgar, mit einer Nadel reinfährt und dann kriege ich da so einen Stich rein. Ne? Das ist eine Quälerei. Und dann darf ich Aua sagen. Das wird von mir erwartet. Ja? Darum ist ja das. Das ist ja ein Spiel. Wenn ich da dann so tue, als, ach, ich spüre ja nichts, ne? Ja, dann werden die Stiche stärker werden. Ne? Bis das wirklich weh tut. Ne? Drum, besser man schreit gleich Aua. Das heißt, du darfst es zeigen, wie du dich fühlst. Enttäuscht, traurig, was, whatever, was immer da ist. Meistens ist ja dann Gott so ein Sadist, dass dann lässt man die Wünsche los und dann kommen's. Also da werden dann Pakete zugestellt in diesem Wunschuniversum, wo man schon längst einen Wunsch los, wenn man es eh nicht mehr braucht. Ne? Das ist dann das Vorjahresmodell. So quasi, bitte, das ist der Vorjahreswunsch. Also manche Wünscherfüllungsalgorithmen, wo da so Bücher geschrieben werden, die brauchen halt so lang, dass man gar nicht so viel Geduld hat, ja keiner, was das Universum braucht, um die Wünsche zu erfüllen. So besser, man wünscht gar nichts, weil das dauert ewig. Der Zustelldienst ist zu langsam. Dann läutet es an der Tür und du kriegst den Wunsch von 2009. Wen interessiert das noch? Das war vielleicht irgendein Handymodell, das was nicht einmal mehr der letzten Technik entspricht. Das hat, was weiß ich, das hat nicht einmal vielleicht noch Android vielleicht. Ne? Da geht nicht einmal ein App drauf. Also am besten wünscht man sich gar nichts, weil das kommt eh immer nur mit Verzögerung. Und da bist du schon wieder weiter. Ja? Wenn der Wunsch erfüllt wird, dann hat sich ein Leroy gewünscht schon von vor 3 Wochen, sagen wir, den gibt es ja gar nicht mehr. Du bist jetzt, du bist immer nur jetzt. Jetzt hast du einen Wunsch, wer weiß, ob du den in 5 Minuten auch noch hast. Also, ich würde ja das Universum so nehmen, wie es ist und sagen, wow, danke, dass du mir das Sein erfüllst, du darfst sein. Das ist schon einmal, da hast du schon einmal Lottogewinn gemacht. Also auch als Lebensform hast du da den absoluten Lottogewinn. Wenn man nur die männlichen Spermien schaut, die Millionen Spermien und du warst der Sieger, ja, das muss einmal realisiert. Du hast schon im Lotto gewonnen. Alle anderen hatten eine Lebensdauer von 2 Tagen. Im Vergleich dazu bist du unsterblich geworden, ja. Ne? So, und daran darf man sich dann freuen, an diesem Sein. Und dann kann man sagen, okay, und was macht das Universum? Welche Möglichkeiten bietet es mir? Also immer am besten dem Universum den ersten Zug lassen und dann schauen. Das hat viel weniger Stress, als wenn ich da irgendwas nach meinem Willen gestalten möchte und kontrollieren möchte. Weil dann denkt sich das Universum, haha, dich kriege ich.